So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir haben, denke ich mal, die letzte... Oh, da kommen wir wahrscheinlich rein. Die letzte Aufgabe von den Nebenaufgaben abgeschlossen. Haben jetzt die letzte Abwägung, finde und eliminiere Flavius an der Stelle. Ich bin mal ganz gespannt, ob wir das easy peasy hinbekommen oder ob wir doch den... die eine oder andere Herausforderung haben. Dem König der Bogenschützen gewidmet, hier namt der Sonnenbestrahlte, das schöne glänzende Apollon, Kaneos, die Wittergott, die große Jägerin, die Nymphentochter Kyrene und eine Quelle entsprang beim Vollzug ihrer Vereinigung. Aha. Ich finde den Namen Kyrene ja auch so toll. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich komme hier gar nicht hin. Oder? Nee. Das ist ja voll gemein. Ich hab gedacht, ich habe gerade vor den Geheimgang entdeckt. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir mal hier hoch. Ob der Flavius von seinem Glück weiß? Nase krabbelt schon wieder. Was ist denn heute schon wieder los? Nervt mich doch schon wieder des Todes. Wortwörtlich nervt mich das. So, da bin ich wieder. Stimmt, ich komme ja nicht einfach so hier rein jetzt, oder? Doch, da oben. Ja, der ist dort, oder? Ja. Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer! Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Oh. 35, okay. Du bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Lol. Okay, das wird richtig lustig werden. Lol. Lol. Das sind nichts als Tricks! Oh, verdammt. Ah! Ist der. Da. Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns. Nein. Doch du wähltest Sklaverei. Verdammt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Jetzt nimm doch mal den Flavius. Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel. Dein Magi-Freund Hepzifer hatte auch so eine Större. Wie dein Sohn. Oh. Ah! Fucker. Mann, Bayek! Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei! Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Verdammt. Oh. Das wird, Leute, das wird richtig lustig werden. Ich weiß nicht, wo der ist. Mein Potenzial. Fuck, Mann. Spürst ich glaube, wir nicht? Werden jetzt hier. Oh. Oh, na, egal! Ha! Genug! Stell dich mir! Verdammt. Du bist doch nur ein Bauer. Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Ägypten nicht.
Schuss. Sehr schön. Das war doch jetzt einfach. Ich sollte doch vielleicht einfach den Bogen mehr benutzen. Er war ein Kind, Flavius. Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden. Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Ja! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann nicht, ich kann es nicht! Schon gut, Papa. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Relikt des Orakels. Das Relikt darf nie wiedergefunden werden. Ja. Aya muss erfahren, dass Remus Kar Ruhe gefunden hat. Ich frage mich, wie es Diokles wohl geht. Der letzte Magi. Oh. Wir rennen jetzt einfach mal hier raus, würde ich sagen, oder? Oh, verdammt. Ich hab gerade Flavius, den großen Löwen, getötet und ihr wollt mir jetzt hier noch den Weg versperren. Ihr seid auch irgendwie ein bisschen geisteskrank, oder? So. Das war wirklich, also ich hatte wirklich ein bisschen Struggle, wirklich mit dem Nahkampf. Das war dann halt schon sehr, sehr gemein, aber mit meinem Bogen, vor allem auch mit meinem Gesundheitsbogen, das war halt richtig entspannt, ne? Pax Romana. Oh. Okay. Dann. Oder komm, nee, wir machen jetzt wirklich die Hauptquest, weil ich möchte das, das habe ich wieder Probleme mit Thumbnail zu finden. Deswegen machen wir erstmal die Hauptquest und dann werden wir Pax Roma ja danach machen. Und dann begeben wir uns zu die DLC-Gebiet. Ich glaube, das eine können wir noch gar nicht machen, weil da brauchen wir, glaube ich, Stufe 50 und ich glaube nicht, dass wir Alter, jetzt Stufe 50 erreichen werden in den zwei Aufgaben. Das heißt, wir werden ja mal gucken, welche DLC wir von den beiden als erstes machen können. Ah ja. Ach so. Das ist nur so ein geheimes Versteck. Bayek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Remu hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Es sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius,
und Cäsar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Ah ja, wir brauchen dich. Ach, Bayek. Ach, Bayek. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Sprich ein nächstes Mal mit Aya. Sie würde uns komplett verlassen, um nach Rom zu gehen. Und wird sie dort für immer bleiben? Ich finde das, man soll ja nicht an der Vergangenheit hängen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schon gemein, dass Bayek halt alles macht, damit, also ne, zum Beispiel Remu, ne, seinen Frieden findet. Und durch halb Ägypten reist und Aya ist immer so auf dem Sprung, ne, er kommt und freut sich, Aya, wir können miteinander reden. Und ich sag, ja, ich muss jetzt weiter. Und dann, ja, wird er einfach stehen gelassen. Dann reist er wieder Aya nach, nur um dann halt wieder Aufgaben zu bekommen. Und dann wird er wieder mit Aya Zeit verbringen. Klar, die haben hier zwei, dreimal miteinander gepuzzelt. Aber trotzdem, sie ist halt immer wieder, nein, Bayek. Also sie will eigentlich die Vergangenheit hinter sich lassen und, also so habe ich das Gefühl, und ein neues Leben beginnen. Und Bayek, der trauert halt ihr noch extrem hinterher, um was sie immer hatten. Na, es tut halt schon ein bisschen weh, ne? Aber er muss Bayek lernen, noch loszulassen, so hart, wie es klingt. Und ich mag Bayek. Oh. Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen. Und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Bayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Und damit war der Orden geboren. Indirekt natürlich. Der letzte Magi. Und die Musik. Das war Ezio's Family. Im Origins-Style. Oh, Abibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Abibti.
Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Ah! Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. Diese Artikel über geheime Grabkammern liegen immer falsch. Immer übersehen sie das. Oh. Das Wichtigste. Der Animus ist die beste Art, dem Typ aus dem Weg zu gehen. Ey, ich meine, ich war auch ein großer Fan von William Miles, aber ihn, wir haben ihn zuletzt bei Assassin's Creed 3 gesehen und ihn jetzt zu sehen ist schon ein kleines bisschen wie den Vater, den man nie geliebt hat und trotzdem irgendwie froh ist, ihn zu sehen. So Bayeks Notizen, Bruchstücke. Es wird immer schwieriger, diese verfluchten Kopfschmerzen zu ignorieren. Die Übelkeit ist noch schlimmer, aber ich bin ganz sicher, wenn ich jetzt aufhöre, verpasse ich etwas. Ich wünschte... Bayek und Aya, sie haben die ganze Arbeit für Cleo gemacht. Und was bekommen sie dafür? Sie bleiben zurück mit einer Zielscheibe auf dem Rücken. Tja, das Gefühl kenne ich. Sie werden das nicht tatenlos hinnehmen. Und ich auch nicht. Aber allein, sogar Bayek und Aya haben am Ende eine Organisation gegründet, um gegen den Orden zu kämpfen. Die Bruderschaft. Sie waren gewappnet. Mit einem Adler und einer Klinge. Und es gab Leute, die dieselben Ideale hatten, die gegen das große Böse kämpfen und die Unschuldigen beschützen wollen. So kam die Gruppe und ihr Credo zustande. Wir alle haben jemanden verloren, den wir geliebt haben. Ich bin vielleicht auch nicht an dem Punkt mit dem abgehobenen Idealen, aber die ist nicht umsonst gestorben. Dafür werde ich sorgen. Ich kenne viele der Geheimnisse von Abstergo. Und wir haben wohl auch gerade herausgefunden, wie man mich dazu bringt, mit anderen zusammenzuarbeiten. Sophia, ich habe lange genug versucht, mir selbst etwas zu beweisen. Jetzt muss ich meinesgleichen finden, um gemeinsam zu kämpfen. Irgendwie. Admen. Gott, mein Kopf tut weh. Es ist einfach lächerlich, wie schwer es mir fällt zu tippen. Ich kann kaum den Bildschirm erkennen. Ich kann kein Essen bei mir behalten. Alles tut weh. Ich werde die, könnt ihr mir sagen, was das für weiße Blitze sind, die ich sehe. Sie, ich sehe. Sie hätte dafür gesorgt, dass es mir gut geht. Sie fehlt mir. Ich kann es nicht ändern. Atme tief ein. Konzentriere dich. Konzentrieren. Als ob das alles völlig... ob das alles nicht völlig verrückt wäre, diese komischen Gräber, die Bayek gefunden hat, übernatürliche Kräfte, habe ich schon Halluzinationen, spinnt mein Animus? Nein, tut er nicht. Meine Technik funktioniert. Vielleicht ist mehr dran, als ich je für möglich gehalten hätte, an allem. Tippe langsam, du schaffst das. Diese Sphären, der Stab, ich frage mich, ob die etwas mit diesen Nachrichten zu tun haben, die Bayek gefunden hat, siehe empirischer Fakt. Ich muss es herausfinden, irgendetwas ist damit. Ein holographisches Modell der Erde? Was sind das für Punkte? Orte? Artefakte? Sind sie jetzt alle aktiviert? Was hat das zu bedeuten? Ich muss mehr herausfinden. Ich muss wieder rein. Entscheidungen. Eigentlich müsste ich mir über mich selbst lustig machen. Als würde ich eine dumme Seifenoper gucken. Aber ich erlebe das alles. Es tut mir leid für die und für mich und für sie und es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Bayek und Aya trennen sich. Ich könnte heulen und schreien, aber ich weiß, was beide fühlen. Das ist scheiße. Ich habe buchstäblich beide Seiten der Geschichten erlebt. Aya wusste es. Ich glaube, sie wusste seit Remus Tod, dass etwas passieren würde. Aber Bayek...
Er hat wirklich geglaubt, er könnte alles wieder in Ordnung bringen. Man kann den Tod seines Kindes nicht wieder in Ordnung bringen, Bayek. Keiner kann das. Nichts kann das. Aya tut, was sie sich ausgesucht hat. Bayek tut, was er tun muss. Ich frage mich, ob das der Moment ist, nachdem Abstergo gesucht hat. Ein Schlüsselmoment der Geschichte. Ich bin wütend und traurig, aber das ist es. Das Sepp hat alles angefangen. Ein Unschuldiger ist gestorben. Hier sind ein paar dumme Notizen zu all den dummen Gefühlen. Aya wird nach Rom gehen. Brutus und Cassius werden ihr helfen, dort eine Organisation aufzubauen. Sie wird Caesar und Septimus ausschalten. Sie verdient es. Ein Assassinenbüro. Es wird in Rom gegründet, wegen Ayas Mission. Sie nennen sich die Verborgenen. Sie sind die Bruderschaft. Die Assassinen. Das ist es. Ich bin so müde. Das ist alles vor einer Ewigkeit passiert und ich fühle mich so... So... Du fehlst mir die. Sapere Aude. Ach ja, stimmt. Das waren ja nochmal die Sachen, die wir hier als Audiodatei bekommen hatten. Das finde ich schon ganz interessant. Aber ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge uns zurück in den Animus begeben und dann, ja, wahrscheinlich als Aya, Septimus und Caesar töten werden. Zumindest stand das ja gerade in der Notiz von der guten Layla. Und dann hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.